Da Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach zwei Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des Hohenpriesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, ich glaub, dass das ist doch das Beste, doch das Beste, doch das Beste. Zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Was will es wissen, wozu, was will es wissen? Sehr betrübt
oben auf, ein jeglicher unter ihnen und sagte zu ihm: Herr, wer bin ich? Ich bin das, 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 ich bin das. Thank you.
sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, jeder Mann geht, wirst du nicht dreimal verleugnen. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin gehe und nahm zu sich Petru und die zwei Söhne Zebedäus und fing an zu trauen und zu sagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Sohn in der Sünde enden will.
hinzu und legten die Hände an Jesu und griffen ihn. Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Strecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert kommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte mir den Zwölflingen Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllt? Es muss also gehen. Zu der Stund sprach ihr zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen.